Auch bei der Bankenkrise 2023 in den USA ging es in erster Linie nicht im Kern um tatsächliche Probleme, sondern um die Wahrnehmung, dass es da Risiken geben könnte, wovon der Markt noch nichts weiß. Das, was wir hier erleben, ist die größte Immobilienkrise in Europa seit der Finanzkrise. Die Entwicklungen lassen eine frühere Zinssenkung durch die EZB noch vor dem Sommerbeginn wahrscheinlicher werden. Die Abkopplung der deutschen Wirtschaft von der amerikanischen wird immer offensichtlicher.